Willkommen zu Part 19 von Rome 2 Total War, die imperiale Kampagne mit dem Königreich Pontos. Hier ist wieder Fabi. Und beim letzten Mal haben wir ja angefangen, auch Streitmächte hier aufzustellen in Massaker. Bereit zum Kampf. Die sind noch in Arbeit. Okay, das wird mal eine schöne Armee, wenn die fertig ist. Da haben wir auch einen Streiter drin, das ist sehr wichtig. Mit den Galatern bin ich ja verbündet, wenn ich das noch richtig drauf habe. Und außerdem haben wir hier unten Seleukia eingenommen. Von Media, genau. Die haben hier noch eine Restarmee und die haben hier noch eine Restarmee. Mein Herr. Und wir haben die Armee hier unten stehen. Kann ich hier was ausbilden? Nichts Anständiges. Das ist schade. Dann muss der Spion mal diese Armee hier sabotieren. Vorräte vergiften. Ja, das ist gut. Geld haben wir ja genug. Erfolgreich, schön. Also ist von dieser Armee jetzt auch nichts mehr übrig. Die werden also keine Gefahr mehr für mich. Wie kann ich euch dienen? Der hatte schon eine Aktion ausgeführt. Okay. Dura. Ach ja, das ist immer noch dieses doofe Problem, dass wir so wenig Nahrung haben bei uns. Und deswegen so schlechtes Wachstum in den Städten haben. Und die Einheitenverstärkung könnte natürlich auch besser sein. Hier gibt es, ja, ist ja gleiche Provinz, natürlich gibt es hier auch nichts. Wie sieht es denn hier so aus? Aber hier könnten wir mal die Felder ausbauen, das wäre schon mal wichtig, das gibt wieder ein bisschen Nahrung. Wie ist denn hier die öffentliche Ordnung? Plus 3, wenn ich jetzt hier bei den Hafen ausbaue, kriege ich minus 4, dann habe ich all in all minus 1, das gefällt mir auch nicht. Und wenn ich zeitgleich den Tempel ausbaue, schmeiße ich die Nahrung wieder raus. Und das kann ich nicht umbauen. Da fehlt mir die Technologie Düngung. Mal gucken, wo sich die versteckt. Wahrscheinlich. Hier sind wir. Bewaffnete Begleiterdüngung. Okay, das ist hier unten. Das sollten wir dann doch mal erforschen, denke ich. Denn sonst geht uns echt mal die Nahrung noch aus, wenn wir ein bisschen was einnehmen. Apropos einnehmen. Hier stehen immer noch die Seleukiden rum. Mit ein paar Schrottarmeen. Aber die Ägypter sind hier mit zwei ziemlich schlagkräftigen Flotten angekommen. Das ist natürlich auch schön. Bereit zum Kampf. Aber ich kriege hier keine Einheiten, da hier keine Kaserne ist. Also wird uns nicht viel anderes übrig bleiben, als mal in die nächste Runde zu wechseln dann. Oh, das macht eine miese öffentliche Ordnung, das Ding. Die Gießerei. Macht aber Waffen der Stufe 3. Das ist natürlich heftig. Zu euren Diensten. Aber ich überlege jetzt gerade, ob es sich lohnt, noch solche Plänker weiterhin auszubilden. Ja, gut, das sind aber die einzigen vernünftigen Fernkämpfer, die ich krieg. Also lassen wir das mal so. Und geht einfach mal. Moment, was macht eigentlich noch die Flotte, die ich noch habe? Das müssen die Streiter der Zungenbrecher. Lasst einfach. Wo stehen die? Ach, hier drüben vor der karthagischen Küste. Okay. Ich könnte natürlich noch versuchen, Massilia zu entdecken. Die sind ja auch hellenistisch. Die wollen bestimmt mit mir auch handeln. Schicken wir also unsere Flotte mal da hoch. Hier ist Karalis von Karthago. Gibt es nichts weiteres?
Hier müsste Massilia sein. Das müsste man nächste Runde dann entdecken können. So, aber jetzt wirklich ab in die nächste Runde. Karthago, Makedonien, Ägypten. Nein, jetzt hat es Ägypten eingenommen. Verdammt. Salamis wollte doch ich. Schweinerei. Und leider bin ich mit denen verbündet und kann jetzt auch nichts mehr machen. Oh, Kolchis fällt auch aus. Oh, oh. Kolchis hat Trabezund so gut wie vernichtet. Das nimmt gerade bedenkliche Ausmaße an, diese Kampagne. Gucken. Die Pataver. Eure Weisheit ist bekannt. Und selbst Athene würde die Notwendigkeit eines Angriffs auf diese Leute erkennen. Aber Syrakus, ihr seid im Eimer. Ihr seid wirklich im Eimer. Warum soll ich jetzt dem Krieg da beitreten für euch? Das macht überhaupt keinen Sinn. Die würden das sogar für 2000 machen. Wo ist denn überhaupt neu? Karthago. Ich habe neu Karthago noch nicht mal entdeckt, oder? Eigentlich ist das so weit weg von mir, dass mir da eh überhaupt nichts passieren kann. Trapezunt. Was haben die denn jetzt vor? Anfrage von verbündeten Mission abgebrochen. Handelsabkommen mit Trapezunt aufgelöst. Ist klar, die haben ihre einzige Stadt verloren. Die Mission ist fehlgeschlagen. In Mesopotamien. Also in Mesopotamien steht uns eine Rebellion bevor. Oh, war jetzt so ein scheiß Veteran von Patavien sabotiert hat. So, was haben wir denn? Wir haben eine Fraktion angetroffen, Neukarthago. Wir haben eine Fraktion angetroffen, die Plemäer. Drangiana wurde von den Seleukiden im Stich gelassen. Persien wurde von den Seleukiden im Stich gelassen. Ist klar, weil die Seleukiden sind jetzt auch vernichtet, so gut wie. In Seleukia haben wir die hellenistische große Stadt gebaut. Das heißt, wir hätten jetzt hier die Möglichkeit, das mal auszubauen. Und irgendwo in der Syria haben wir einen Bevölkerungsüberschuss. Das ist gut. Das bauen wir auch sofort. Ich überlege gerade, ob ich hier wirklich nochmal eine Kaserne hinbauen will. Ja, komm. Ist egal. Und kostet mich das viel? Aber wir würden dann natürlich... Das ist nur der Schiffsbauer. Wieso habe ich hier nicht den Militärhafen gebaut? Das muss ich nochmal ändern. Denn der Schiffsbauer ist nicht so der Bringer. Wenn, dann brauche ich einen Militärhafen irgendwo. Eure Befehle, mein Herr. Das ist ein Schiff. Das ist auch nur ein Schiff. Dann werden wir uns die Seleukiden einfach komplett vorknöpfen. Ich erwarte eure Befehle. Ich überlege jetzt gerade, ob diese Armee schon reicht, um hier oben Kolchis zurückzuschlagen. Denn die haben hier doch ein paar Mann. Garnison ist jetzt auch nicht so übel. Wo sind denn meine Truppen?
zu euren Diensten. Ich glaube, ich muss da erst nochmal nachrüsten. Kann ich hier... Habt ihr hier nicht eine Kaserne gebaut? Stimmt. Adelsblutkavallerie, die sind heftig. Aber das bringt mir nichts. Ich muss jetzt diese Runde noch rekrutieren. Und ich überlege gerade was. Die haben Rüstung 65, die haben Rüstung 70. Die haben aber einen Bonus gegen Infanterie. Ist natürlich sauteuer, aber das macht nichts. So, und jetzt knöpfen wir uns die Flotte von den Seleukiden noch vor. Ach, ich krieg da noch die Garnisonsflotte, die brauche ich eigentlich gar nicht. Ach, das mache ich schnell selbst. Damit wir wenigstens nochmal eine Schlacht zieht in dem Part, weil jetzt sieht es halt so aus, dass wir nicht groß weiter kämpfen können. Ich muss dann wahrscheinlich doch die Ostfront aufmachen irgendwo oder halt oben Richtung Nordosten weiterkämpfen. Hier Kolchis und Co. Armenien. Vielleicht richte ich mich auch gegen Armenien, mal sehen. Ja, start einfach. Unsere Geschosse erwarten. Du gehst da rüber. Und ihr versucht auch den zu flankieren. So. Und dann starten wir das Ding einfach, denn das wird eh nicht lange dauern. Unsere Verstärkung ist eingetroffen. Und ich ramme den jetzt einfach und dann ist er eh weg vom Fenster. Halt an! Die blockieren sich schon wieder gegenseitig hier. Naja, unsere Verstärkung ist eingetroffen, das weiß ich. So, dann schauen wir einfach mal. Was ist denn hier überhaupt drauf? Persische leichte Bogenschützen. Na, müsste ich vielleicht doch aufpassen, dass die hier nicht meine Männer zu sehr mit ihren Pfeilen niedermachen. Die sind noch leicht angeschlagen. Die wurden ja irgendwie vor kurzem total niedergemetzelt. So, und jetzt schnelles Rudern für euch alle. Jetzt kommen nämlich schon die ersten Pfeile. Ihr könntet aber auch Brandgeschosse benutzen. So, die müssten eigentlich so gut wie vernichtet sein hier. Rahmen nochmal. Jetzt müsste es doch sinken, oder? Ja, entscheidender Sieg. Einen Mann habe ich verloren. Verdammt. Das war bestimmt irgendwo durch die Pfeile. Dann werden wir jetzt die Seleukiden noch komplett vernichten, denn das Schiff sinkt. Dann knöpfen wir uns gleich noch die zweite Flotte vor, aber das mache ich dann automatisch, weil das dauert einfach zu lang. Ja. Für Pontos. Da kriege ich sogar noch Unterstützung von den Ägyptern. Ja, mach's automatisch. Das ist nämlich hinrissig, das zu kämpfen. Versinkt das Schiff. Das müsste jetzt eigentlich das Ende der Seleukiden gewesen sein. Hm, anscheinend war es das doch nicht. Dann müssen die irgendwo noch was rumstehen haben. Wir fahren zum Hafen. Wo könnten die noch was haben? Oh nee.
Hier drüben gammelt noch eine Flotte von denen rum. Und das nervt mich jetzt, dass Ägypten das eingenommen hat. Und es ist ja nicht mehr wie in Rome 1. Als man noch Provinzen fordern konnte, das geht ja nicht mehr. Über Diplomatie. Fand ich eigentlich ganz cool und ein bisschen blöd, dass das in Rome 2 rausgeschmissen wurde. Jetzt kann man halt nur noch Zahlungen anbieten. Früher konnte man halt auch anderen als diplomatischen Tribut auch eine Region anbieten oder abfordern. So, mach den hier nochmal nieder. Zwar mit einem Attentat. Gift. Schatten will sich über sie legen. Er ist gemeuchelt, das ist gut. Denn jetzt ist von der Armee eigentlich nichts mehr übrig. Jetzt werde ich die einfach zerreißen mit meiner Truppe hier. Für Ruhm und Ehre. Rückt vor. Na toll. Jetzt habe ich auch noch unerlaubtes Betreten gegen Armenien. Da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht, dass ich von denen ja überhaupt keinen militärischen Zugang hatte. Den sie mir wahrscheinlich auch nie geben werden. Wird er zurückgelassen. Tja. Eigentlich kann ich in der Runde gar nichts mehr weitermachen. Ich habe rekrutiert. Salamis hat sich jetzt für uns erledigt. Das heißt, unser nächstes Ziel ist dann Trapezos, das wir von Kolchis wieder zurückholen wollen. Vielleicht mit der Unterstützung von Trapezunt. Was ist denn mit der Armee da oben? Ich kann ja hier nichts weiter ausbilden, wenn ich das noch richtig drauf habe. Ja genau, hier war... Wächst das irgendwann mal? Ja, übernächste Runde. Könnte ich da oben vielleicht auch mal noch eine Kaserne bauen. Einfach mal ab in die nächste Runde. Die Unsterblichkeit ist mein. Jetzt lässt Ägypten Salamis komplett offen stehen. Wenn sie denken, dass das gut ist. Aber ich habe jetzt eigentlich keine Lust, gegen Ägypten Krieg vom Zaun zu brechen, denn die sind doch nicht ohne die Ägypter. Was macht der denn da? Trapezos wird wahrscheinlich vernichtet. So wie es aussieht. Aber ein Vorteil für mich war, dann kann ich mir die Stadt holen. Gut, der zieht sich auch aus meinem Gebiet zurück, das ist mir eigentlich recht. Es ist wenig ehrbar, als Zuschauer dazusitzen. Ich bitte euch demütigst, schließt euch dem Kampf an und kostet Ruhm. Wo sind denn die Kartlier? Wo hocken die denn rum? Das ist eine gute Frage. Und er will, dass ich dem Krieg gegen die beitrete. Meister, es sieht nicht gut aus bei dir. Na gut, wir machen mit ausnahmsweise. Unser Held hier hat seinen Rang erhöht. Ein Agent wurde entdeckt. Wir haben eine Rebellion. Ach nee, und die entsteht genau da, wo wir natürlich keine Armee haben. Seleukia wurde sabotiert. Nochmal. Juhu. So. Agent entdeckt. Trapezunt. Nee. Ey, das ist jetzt Verarschung. Media ist vernichtet. Ja, das ist, jetzt fühle ich mich echt verarscht. Jetzt bin ich mit denen im Krieg und Trapezunt ist vernichtet. Dann muss ich jetzt doch mal in die Diplomatie rein.
Ich bin jetzt mit denen im Krieg, ne? Armenien findet mich eigentlich nicht mal so schlecht. Weil ich die Seleukiden geplättet habe. Setzt euch, bitte, und nehmt euch Wein, um euren Kopf zu kühlen, ehe wir hitzige Worte austauschen. Ein Handelsabkommen will er, das ist gut. Wäre auch ein militärischer Zugang gut. Das ist sauber, okay. Und... ich suche gerade den Punkt Schutzbündnis. Habe ich mit denen Schutzbündnis? Nö. Ups. Lesen sollte man können, okay. Jetzt wird's aber ein bisschen kacke. Dann mach mal nur mal das hier. Eure gütigen Worte und Fachkunde. Jetzt finden die mich richtig geil. So. Okay. Aber ich bin jetzt schon wieder ziemlich am Ende der Zeit. Deswegen brechen wir mit dieser Armee dann im nächsten Part auf. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, sagt Fabi.